Wir haben für Berufseinsteiger ein eigenes Programm, was die Berufsfähigkeit noch ein bisschen fördern soll. Zum einen werden die Kollegen, die hier am Standort Salzgitter einsteigen, erstmal 3 Wochen durchs Werk geführt und lernen sehr intensiv alle Kontaktpartner kennen, alle Produktionsschritte und das ganze Entstehen hier von Stahl. Ja, ich habe mich hier sehr schnell eingelebt. Durch zum Beispiel den Hüttendurchlauf habe ich auch sehr schnell neue Kontakte kennengelernt. Ich wurde dann in der zweiten Phase der Einarbeitungszeit auch 2 Monate in einen Betrieb geschickt, wo ich mitgearbeitet habe, wo ich ein kleines Projekt bearbeitet habe, sodass ich also sehr schnell viele Leute kennenlernen konnte. Darüber hinaus gibt es viele Seminare in Richtung BWL für Ingenieure, Teamentwicklung, Zeit- und Selbstmanagement, um eben Sachen zu lernen, die wir gerne haben, die man aber an der Uni vielleicht nicht so intensiv vermittelt bekommt. Das geht eigentlich sehr schnell hier. Das ist immer so, oh, da ist jemand Neues. Dann unterstützen einen auch alle, aber man ist wirklich halt von Anfang an komplett mit eingebunden in den Tagesablauf und in den Projektablauf. Für die Young Professionals, die bei uns schon ein bisschen länger im Konzern sind, bieten wir Möglichkeiten, entweder in die Führung oder in die Fachlaufbahn einzutreten. Das begleiten wir mit entsprechenden Seminarzyklen. Dort gibt es diverse Bausteine, die auf diese Positionen vorbereiten. Es gibt einen großen Katalog von Weiterbildungsmaßnahmen, aus dem wir wählen können, jedes Jahr, welche Weiterbildungsmaßnahmen wir für uns selbst wünschen. Es gibt aber auch außerhalb dieses Katalogs die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier Defizite oder ich möchte mich hier weiterbilden. Ich habe konkrete Fragestellungen in meinen Projekten, damit ich die besser bearbeiten kann, muss ich eine Software zum Beispiel besser beherrschen oder ein Grundlagenthema, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Das heißt, man kann auch selber wählen, Schulungen, Lehrgänge und sich dann darauf bewerben bzw. sich anmelden. Was mir die Ingenieure, die hier eingestiegen sind, sehr schnell immer wieder zurückspiegeln, ist die Möglichkeit, dass man hier viel bewegen kann. Also man hat relativ schnell Budgetverantwortung, man hat relativ schnell Projektverantwortung. Man steht da nicht allein, man wird natürlich sauber eingearbeitet und muss natürlich auch den einen oder anderen Fragesteller erstmal beruhigen, dass man das dann auch im Griff hat. Aber wenn man überzeugt, dann hat man hier viele Möglichkeiten im Konzern spannende Jobs zu übernehmen. Also ich würde Leuten empfehlen, sich hier zu bewerben, wenn sie Spaß daran haben, Innovationen voranzutreiben und eben mit vielen Menschen zu reden, zu kommunizieren, um neue Produkte zu entwickeln.